Liebe Studierende, ich stelle euch heute nun ein weiteres Werkzeug vor. Und zwar handelt es sich um die Webanwendung Evernote. Ihr seht, ich habe sie bereits auf meinem Desktop installiert. Evernote ist eine Software zum Sammeln, Ordnen und Finden von Notizen. Alles Wichtige findet ihr unter evernote.com. Um Evernote nutzen zu können, müsst ihr euch zunächst registrieren und ein Konto anlegen. Unter Produkte, wie hier, könnt ihr euch die Software runterladen. Hier in dem Bereich Erfahren mehr über Evernote findet ihr alle wichtigen Informationen, was man mit der Anwendung machen kann. Ihr könnt zum Beispiel, wie hier steht, alle Daten synchronisieren, sich an Dinge erinnern lassen, Webseiten speichern, recherchieren und auch mit anderen Personen zusammenarbeiten. Besonders gut gefällt mir hier die Evernote Story. Wenn ihr das Video anklickt, erfahrt ihr alles Wichtige, wie Evernote funktioniert. Nun zeige ich euch mal, wie ich Evernote nutze. Wie ihr seht, ist unten in meiner Taskleiste bereits Evernote installiert und ich kann mein Notizbuch öffnen. Ich habe also hier, wie die Anwendung schon sagt, ein virtuelles Notizbuch. Ich habe einzelne Notizen, das sind 50 hier bei mir. Und ich kann auch Notizbücher anlegen, wie hier die Notizbücher, die ich angelegt habe. Ich kann jetzt zum Beispiel auch meine Notizen in die Notizbücher einordnen, um halt eine Ordnerstruktur zu erstellen. Zum Beispiel hier diese Notiz, die ich einmal gemacht habe, kann ich mir bei Tagungen zum Beispiel einfügen. Ganz einfach und selbsterklärend, wie beim Windows Explorer, funktioniert die Erstellung von Notizen. Einfach auf Neue Notiz gehen und eine neue Notiz anlegen. Zum Beispiel hier die Study. Und hier kann ich dann Hinweise formulieren. Evernote to. Wird automatisch gespeichert. Hier kann man auch das Datum sehen und ich finde es besonders interessant, vor allen Dingen, weil ich Evernote auch auf meinem Handy dabei habe und wenn ich zum Beispiel in einer Arztpraxis beim Friseur oder im Bus oder im Zug sitze und mir fällt irgendetwas ein wichtiger Gedanke, notiere ich mir das in meinem Evernote Notizbuch. Und ich kann natürlich auch entsprechend meine Notizen nachsuchen, wie hier alle Notizen durchsuchen. Besonders spannend finde ich es, dass Evernote auch einen Webclipper hat. Hier seht ihr den Webclipper, den habe ich bereits installiert. Und da kann ich zum Beispiel Artikel ganz einfach mittels des Webclippers in mein Notizbuch speichern. Gehe ich zum Beispiel auf Spiegel Online. Habe einen neuen Artikel und ich möchte den gerne speichern in meinem Notizbuch. Gehe ich einfach hier auf den kleinen Webklicker und ich kann entweder den ganzen Artikel speichern, die ganze Seite speichern oder die URL notieren. Hier seht ihr, ist der Artikel jetzt in meinem Notizbuch gespeichert. Ja, das ist eigentlich schon das Wichtigste. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren.